So, meine Lieben, ja, nach dem, ich möchte sagen, glücklichen 3 zu 2 gegen Juventus Turin. Es ist eigentlich ein gutes Ergebnis. Man gewinnt zu Hause 3 zu 2 gegen Juve, aber hier geht es nicht nach Punkte, sondern hier geht es nach Tore. Und jetzt hängt alles natürlich an dem Spiel am kommenden Donnerstag nach unserer Bundesliga-Partie zum 28. Spieltag gegen Greuther Fürth. Ich habe die Mannschaft etwas umgestellt, habe ein paar andere Spieler noch reingenommen, ein paar Reservisten. Risse spielt heute von Beginn an. Im Sturm steht Ibisevic statt Pedersen. Salihovic im offensiven Mittelfeld als Spielmacher. Jean-Jacques Gosso, finde ich, hat eine gute Entwicklung genommen, hat auch eine gute Form momentan von 14, mit einer der besten. Da kommt sonst nur Sigurdsson oder Pedersen ran. Die aber heute mal draußen sitzen, sie schon werden. Komper spielt heute Huth, Forsa und Beck. Und ja, ich denke mal, wir können eigentlich nicht verlieren. Wir sollten haushoch gewinnen. 4 zu 1, ja, das Ergebnis aus der Hinrunde. Und jetzt mal gucken, wenn wir auswärts gegen Fürth spielen, wie es dann aussieht. Bis gleich. Holla, die Waldfee, was für eine geile Einlaufmucke, beziehungsweise Stadionmucke hat denn bitte Greuther Fürth? Da muss ich mal gleich noch googeln und mal rausfinden, was das für eine geile Geschichte ist. Tolle Mannschaft, wie ich finde, endlich mal in der Bundesliga vertreten in unserem Spielstand. Und wir sind gespannt, wie es hier losgeht, wie es jetzt hier weitergeht. Ob wir jetzt unsere Position oben auf Platz 4 verteidigen können, wäre natürlich schon wichtig, ne, ganz klar. Wir gucken aber mal rein, wo Fürth dann eigentlich steht. Wie geht's denn Fürth denn eigentlich? Ja, Relegationsplatz. Momentan könnten heute aber überholt werden. Vorsicht also geboten, aber auch Vorsicht für uns. Denn wir haben irgendwie diese Eigenschaft, diesen richtig schwachen Mannschaften in der Bundesliga immer ein paar Punkte zuzustecken. Mensch, ach komm, euch geben wir mal einen Punkt, euch geben wir mal drei Punkte mit. Gerade wenn sie Tabellenletzter sind, da fehlt uns dann einfach, sag ich mal, dieser letzte Ehrgeiz, dieser letzte Kick, um uns gegen sie durchzusetzen. Das sah auch so gegen Hannover aus. Und auch in der letzten Saison haben wir häufig solche Spiele gehabt, die einfach nicht so richtig funktioniert haben, obwohl der Gegner eigentlich unterlegen war. Okay, wir gucken trotzdem rein. Wir bin gespannt, es sind bereits schon 24 Minuten gespielt und noch torlos die ganze Geschichte. Kennen wir ja gar nicht von uns. Wir haben doch so starke Offensivleute. Heute spielt auch Risse. Wir haben ein bisschen mehr Ballbesitz wie die Fürther. Und da bin ich mal gespannt. Ich würde mich echt freuen, wenn Risse heute mal wieder schön einschlagen würde, dann könnten wir ihn sogar in der Europa League spielen lassen. Aber ich denke, Fürth wird sich hier auch nicht lumpen lassen. Die werden sicherlich ihre Butter des Brotes verteidigen. Ibisevic verletzt. Bitter. Ganz bitter. Aber Gott sei Dank haben wir einen auf der Bank, der ihn ersetzen kann. Das ist natürlich jetzt richtig gefährlich. Hier sofort rein in die Aufstellung ändern. Ibisevic raus und den guten Pedersen rein. Taktisch natürlich auch gleich den Pedersen reinnehmen und wir gehen jetzt mal auf Vollgas hier gegen Greuther Fürth. Muss sein, wir wollen natürlich gewinnen. Alles klar. Und los. Das ist ärgerlich. Ärgerlich nach nicht mal einer halben Stunde. Ibisevic verletzt sich hoffentlich nicht zu schwer. Hoffentlich nicht zu schwer. Das werden wir alles sehen. Wird er jetzt erst diagnostiziert und sehen wir dann erst im Vorbericht zum nächsten Spiel. Beziehungsweise übermittle ich euch dann beim 3D-Spiel. Stefan Fürstner. Gelbe Karte für Stefan Fürstner. Man kann das Ganze ja auch mal so kommentieren, dass man nur die Namen sagt, ohne zusätzlichen Kommentar. Wirkt dann aber recht statisch, wie ich finde. Fürth. Hoffen. 40. Minute. Marvin Komper, gelbe Karte. So wäre natürlich auch. Das wäre natürlich richtig geil. So gibt's aber auch, denke ich. Ich denke mal, es gibt für jeden Topf einen Deckel und der ein oder andere mag das vielleicht sogar. Der findet das nicht toll, dass ich mir so viel Müll rede. So viel dazu. Nachspielzeit. 2 Minuten erste Halbzeit. Bin unzufrieden, muss ich sagen. 0 zu 0 für uns. Das reicht nicht. Benotung ist auch richtig schlecht. Alle so um die 4 rum. Das müssen wir mal schnell ändern. Bis gleich. Ich mache mal eben hier diese Geschichte fertig. Denn das ist ja meistens langweilig. Bis gleich. Und wir sind auch zurück. Steht nach zuvor 0 zu 0. Angeführt von dir gleich mit einer Möglichkeit. Hier sehr schön. Nils Pedersen aber leider im Abseits. Robert Huth nun schon wieder eine gelbe Karte. Nun muss ich mal hier ein bisschen die Jungs sich warm laufen lassen. Der hat auch schon bald eine Gelbsperre, der Robert Huth. Manuel Gude läuft sich warm und dann hätte ich ganz gerne noch den Sigurdsson. Der hat eine sehr hohe Form, ihn vielleicht zu bringen für Salihovic. Werden wir mal sehen. Fürth. Die Fürther halten sich hier auch. Meine Güte. Tabelle. Nach wie vor vierter Platz, aber Wolfsburg rückt dran. Ihr seht das, Wolfsburg gewinnt schon wieder.
Und dann wären es nur noch 4 Punkte, wenn wir heute hier unentschieden spielen würden. Bitter, bitter. Richtig bitter. Okay. Manuel Gulde kommt rein für Robert Huth. Und Gylfi Sigurdsson läuft sich auch warm. Der kann nochmal hier und da ja, so einzelne entscheidende Aktionen bringen. Er ist auch richtig fit. Ihn bringe ich kurz vor Schluss. Wieder Fürth. Meine Güte. Gibt's denn das? Warum schwächeln wir denn so in der Liga, gerade gegen solche Mannschaften? Ist das die Doppelbelastung der Europa League? Sicherlich hat das einen, ja, einen Effekt auf unsere Mannschaft. Gerade wenn jetzt die Spiele so kurz auf knapp folgen, ist es schon sehr belastend. Aber trotzdem, Mensch, gegen Fürth, Jungs. So, für Salihovic kommt jetzt Sigurdsson in der 60. Minute. Stellen wir natürlich auch gleich so noch ein, dass er der Spielmacher ist. Sigurdsson Spielmacher, Stumpfheck, Pressing jetzt überall. Wir gehen an die... ans Eingemachte. Oh, vielleicht die Möglichkeit, Tabelle, weiter interessant. Über die Statistik, machen wir rein. Wir nach wie vor Ballbesitz, eine ganze Menge Chancen, aber mehr über Mitte, über rechts noch gar nicht viel, so wie es aussieht. Ne, jetzt die Möglichkeit. Tor, 1:0. Gott sei Dank, wer war's? Petersen. Wer war die, hat die Vorlage geschossen? Keiner. Ecke von links, okay, Emre, dann muss es eine Standardsituation einfach herreißen. Ich kann es euch gerade mal vorlesen, die ganze Geschichte. Ecke von links, Emre, erstes in diesem Spiel, die erste Ecke in diesem Spiel, okay. Max Grün kommt heraus, es ist der Torwart von Greuther Fürth, pflückt den Ball sicher herunter und will sich dann elegant abrollen. Dabei verliert er dummerweise das Leder, das zudem genau vor die Füße von Nils Petersen fällt. Der ist gedankenschnell und schiebt direkt ein. Max Grün vergräbt sein Gesicht in seinen Handschuhen, ob sich der Außenseiter von diesem Rückschlag noch einmal erholen kann. Fraglich, sicherlich, aber nicht unmöglich. Wir kennen ja unser Glück. Wir kennen ja unser Glück, obwohl wir eigentlich eine richtig gute Saison gespielt haben. Ich darf sie jetzt nicht so runter machen, die Jungs. Ich schreie jetzt hier rein. Weiter so! Weiter so! Hoffenheim! So. Ja, diese Mannschaft wächst einem schon ans Herz und wenn man auch im realen Leben so ein bisschen die Tabelle momentan beobachtet, die Spielbegegnungen beobachtet, sieht ja auch an ja, Hoffenheim nicht so schlecht aus. Und das macht einem schon ein bisschen, ja, macht ein bisschen Spaß. Wenn man in, ja, die Bundesliga verfolgen kann, kann dann den einen oder anderen Spieler dort sehen. Und dann noch bei uns im Fußballmanager 11 Let's Play. Macht ja richtig Spaß. Oh, jetzt Nils Petersen auch mal eine gelbe Karte wegen grünen Foulspiels. Das hat er doch nicht nötig. 82. Minute. Jetzt könnte es gleich zu Ende gehen. Wir sind gespannt. Was bringen die letzten Minuten? Nochmal eine Möglichkeit für Fürth, so wie es aussieht. Der Ausgleich! Ich hab's gesagt! Ich hab es gesagt! Ich hab's im Urin gehabt. Es hat das so lange gerechnet und so lange habt uns warten lassen hier. Unglaublich, der Ausgleich. Mann! Mann, 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 Mann. Muss das denn sein? Muss das denn sein? So eine schwächelnde Leistung vor so einem wichtigen Spiel gegen Juventus Turin. Wir bleiben punktgleich mit Bremen, so wie es aussieht. Wolfsburg rückt näher, ähnlich so wie Schalke. Das wird nochmal richtig spannend zum Schluss. Jetzt nochmal die Möglichkeit für Fürth. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, 2 Minuten noch. Ich denke noch eine Minute Nachspielzeit und dann ist die Geschichte hier zu Ende. Unglaublich. Unglaublich, meine Lieben. Unglaublich. Nachspielzeit 2 Minuten, wie angezeigt. Ja, vorbei. Unentschieden nur. Gegen Greuther Fürth, auswärts. Ich weiß nicht, was uns da, ja, wie und wie wir uns gegen schwache Mannschaften eigentlich darstellen. Eigentlich schon kurios, oder? Kurios. Die schwächelnden Mannschaften, die unten im Abstiegskampf sind, holen sich bei uns die Punkte. Aber gut, das ist aber auch realistisch, wenn man so möchte, denn die kämpfen ja hier um den Erhalt in der Liga. Und wir haben die internationale Belastung nach wie vor und wollen ja schon ganz gerne auf Platz 4 bleiben. Also das rede ich jetzt natürlich jetzt als Saisonziel aus, das setze ich aus, das sage ich Bescheid. Ich möchte nächstes Jahr in der Champions League spielen mit Hoffenheim. Und das können wir sicherlich noch erreichen oder uns hier oben noch ein bisschen festbeißen. Es sind ja noch ein paar Spiele. Noch 6 Spieltage, meine Lieben. Bis gleich.